Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Railway Empire. Ja, wir sind hier gerade auf unserer tollen Lokomotive drauf. Und fahren zum nächsten Bahnhof mit sage und schreibe 45 km/h. Oh, ein bisschen Achterbahn fahren ist auch dabei. Ja, aber wir wollen nicht Achterbahn fahren, sondern wir müssen weiter bauen. Und wir sind in der letzten Folge stehen geblieben. Wir müssen jetzt hier unsere Verlängerungsstrecke basteln. Und zwar von hier. Und diese Stadt wächst und gedeiht sehr, sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Gleisbau. Oh, euer Barbecue müsst ihr jetzt leider beenden. Denn wir müssen hier mal durch. So. Einmal hier. An den beiden Rohstoffen vorbei, was auch immer das ist. Können wir gleich mal gucken. Und bezahlen und bauen. Aufgabe erfüllt. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch, dass hier was passiert. Die Aufgabe war ja gewesen. Verbinde. Ja, dann müssen wir da auch einen Zug raufkloppen, oder? Sonst bringt das ja keine Punkte. Dann würde ich sagen, dass wir den Zug verlängern oder einen zweiten raufhauen. Hä? Komm, wir verlängern den. Wir verlängern den. Ich meine, es dauert zwar 3628 Tage, bis wir dann hier ans Ziel kommen. Von da nach da nach da und wieder zurück. Ja, so machen wir das. So, dann hätten wir das auch. Dann haben wir die nächste Aufgabe geschafft. Das ist schön. Und jetzt müssen wir. Du kannst dich bei jeder Stadt über ihren aktuellen Bedarf informieren. Wähle nun Cayenne an und lasse dir den Warenbedarf der Stadt anzeigen. Okay, machen wir. Informationen. Bestand in der Stadt. Bedarf pro Woche. Ah, hier ist der Bedarf. Getreide 1,1. Mais 0,3, ist ja nicht so viel. Holz 0,3, Fleisch 0,3 und Bier 0,3. Und guck mal, was es alles hier noch gibt. What? Gemüse, Obst, Bekleidung, Milch, Kohle, Eisen, Leder, Salz. Eieiei, da kommt einiges zusammen. Okay. Verbinde Cayenne mit einem Holzbetrieb und einer Weizenfarm und richte eine neue Zuglinie ein, die beide Betriebe mit Cayenne verbindet. Okay, wir haben ja gerade gesehen, Getreide und Holz brauchen sie. 0,3 und 1,1. Das sollen wir jetzt machen. Wo haben wir denn hier was? Ah, da leuchtet schon was. Holz und Mais. Okay, dann bauen wir hier einen Bahnhof hin. Ist die Frage. Ah, okay, wir können nicht einen Bahnhof für beide nehmen. Das heißt, wir müssen einmal dann eine Verbindung machen. Okay, ist ja nicht so schlimm. Dann hauen wir hier den Bahnhof hin. Und dann hauen wir hier einen Bahnhof hin. So. Dann hauen wir hier die Gleise hin. Oh. Okay. Ist okay. Und dann bauen wir hier die Gleise in die Stadt hinein. Ne, wir machen es andersrum. Von der Stadt raus. Ich glaube, das ist besser wegen der Weiche hier zu machen. Da ist der Bahnhof. Roundabout, so machen wir das. Und gehen dann hier. Oh, da will eine Brücke bauen. What? Nein, Brücke nicht gut. Brücke teuer. So besser. Steigung 3%, Steigung 1%. Das ist besser. Aber dann macht er hier zwar einen kleinen Knick. Er hat einen Knick in der Optik. Aber das ist okay. Komm, bauen wir so. Unsere Schlangenlinie. So, und jetzt will er von uns wieder. Ah, wir brauchen noch den Versorgungsturm. Nicht, dass wir den vergessen. Wo machen wir den hin? Ich würde sagen, den machen wir hier hin.
Dann brauchen wir noch ein Signal, beziehungsweise zwei Signale. Einmal ein Signal für Onkel Klaus hier und einmal für Tante Gertrud hier. Damit, wenn der Bahnhof hier voll ist, beide Züge hier kurz halten dürfen, müssen und können. So. Und jetzt sollen wir wieder... neuer Zug, Zuglinie. Von der Farm zum Holzmann nach Cayenne. Korrekt. Lok. Korrekt. Korrekt. Die Stadt wächst. Sehr schön. Und da kommt unser erster Zug mit Mais. Ja. Sehr schön. Dann gibt es jetzt auch für die Stadt was zu futtern. Und Arbeitsmaterial wie Holz. Dann haben wir die Aufgabe auch geschafft, die Klapperklaus von uns wollte. Was haben wir denn jetzt Schönes hier? Beliefere Denver mit 16 Ladungen Vieh. Okay. Wo ist Denver? Was haben wir denn hier? Errichte Stadtbahnhöfe im Zentrum, um so viel Reisende wie möglich anzulocken. Errichte den Bahnhof möglichst nah an Industrien, um die Beladezeit zu senken. Ha? Oh, hier ist viel. Was ist hier los? Züge, die zwischen Städten verkehren, nehmen Fracht und Expressgut, Passagiere und Post auf. Expressgut sollte möglichst schnell transportiert werden. Ja, sagt der Name Express, glaube ich schon. Dann gibt es eine höhere Vergütung. Je besser eine Stadt durch die Eisenbahn mit Waren versorgt wird, desto schneller wächst sie. Wähle die Stadt an und informiere dich im Städtedialog über Bedarfsdeckungen. Liegt sie über 60%, kann die Stadt wachsen. Aha, okay. Immer wenn ein Zug eine Stadt erreicht, werden Fracht, Post und Passagiere entladen. Die aufsteigenden Zahlen stellen den Transporterlös dar. Je schneller Expressgut transportiert wird, desto höher ist der Erlös. Ja gut, das haben wir eben schon gelesen. Was haben wir hier? Jede Stadt verfügt über eine Industrie, in denen hochwertigere Waren hergestellt werden. Diese Waren können von anderen Städten nachgefragt werden. Ah, okay. Verstehe. Fleisch für Export und Leder. Diese Stadt stellt Fleisch und Leder her, en masse anscheinend. Und die können wir, falls irgendeine andere Stadt diese Waren braucht, können wir diese dorthin transportieren. Cool. Also ein Austausch der Städte. Was haben wir hier? An Landbahnhöfen wird nichts entladen, sondern nur die hier produzierten Güter eingeladen. Ein Zug kann maximal 8 Waggons erhalten. Aha, aha, aha. Okay. Ja. Was stand da? Errichte Stadtbahnhöfe im Zentrum, um so viele Reisende wie möglich anzulocken. Errichte den Bahnhof möglichst nah an Industrien, um die Beladezeit zu senken. Jede Lokomotive benötigt entlang ihrer Route einen Versorgungsturm, um Wasser, Sand und Schmieröl aufzunehmen. Ja gut. Haben wir das nicht gemacht hier? Ah, hier haben wir einen Turm gebaut, wa? Weil es zu lang wahrscheinlich ist. Dann werden wir hier auch noch einen Turm bauen. Versorgungsturm. Hier. Nicht, dass der uns hier, Probleme bringt. Hier haben wir auch einen Turm gebaut, ne? Ja, okay, das sollte funktionieren. Okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Gut. Okay. Beliefere Denver. Da sind wir stehen geblieben. Wo ist Denver? Denn das Kasper? Casper? Oh, hier ist Denver. Oh, war jetzt nicht so schwierig zu finden. Jetzt sollen wir dem Vieh bringen, ne? Ladung Vieh. Okay, wo haben wir Vieh? Vieh. Was bist du hier? Eisen? Salz? Ah, hier ist Vieh, ne? Vieh. Cool. Zucker. Und Wolle. Okay, wir brauchen aber Vieh. Also gibt es Vieh. Kleiner Bahnhof. Wir müssen irgendwie hier runter, ne? Ja, gut. Irgendwie den Bahnhof hier so hin. Ja. Das ist gut. Gleisbau. Zack. Und, ja, okay. Vielleicht sollte man in Denver auch noch einen Bahnhof bauen. Und dann wird's auch was mit dem Licht. Hauen wir hier hin. Zack. Und dann ist das Kind auch schon geboren. So. Steigung 1%. Ja, können wir eigentlich mit leben. Das sieht ganz gut aus. Bauen wir. So.
vergrößert Netz. Derzeit 8 Bahnhöfe angeschlossen. Oh, wir vergrößern uns. Wir sind auf dem besten Kurs, reich zu werden. Die Eisenbahngesellschaft hat unlängst einen neuen Bahnhof errichtet und damit ein weiteres Gebiet an ihr Streckennetz angeschlossen. Firmenchef Player TV gab zu Protokoll, dass der Streckenausbau der Eisenbahngesellschaft auch in Zukunft unvermindert weitergehen werde. Es gibt noch viele Bürger und Rinder, die noch nicht an unser Netz angeschlossen sind. Und die verdienen nichts anderes als das beste Netz. Ha, das meine ich wohl auch. Ach ja, und eine Sache noch, dein Unternehmen verfügt auch über eine Forschungsabteilung, mit deren Hilfe du neue Lokomotiven und andere Innovationen freischalten kannst. Öffne den Forschungsdialog, um mehr darüber zu erfahren. Den Forschungsdialog. Forschung. Hier werden die Fortschritte angezeigt, die in der aktuellen Epoche erreicht werden können. Fortschritte aus früheren Epochen sind meist schon aktiv, aber was die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Für jeden Fortschritt benötigst du Innovationspunkte, die du allerdings wöchentlich automatisch erhältst. Schalte nun eine beliebige Innovation frei. Wie wäre es mit einer neuen Lokomotive? Ja, bin ich dafür, auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall dafür. Innovationspunkte 200. Pro Monat 40 bedeutet wahrscheinlich, pro Woche kriegen wir 10 Innovationspunkte dazu. Und... What? Wie viel können wir denn hier freischalten? Oh, das war aber eine schöne Lokomotive. Oh, die erste Elektrolok. Oder ja, Anordnung Räder Diesel. Anordnung Räder Diesel. Ah, okay, alles klar. Mhm. Unternehmen und Bau. Oh Gott, hier gibt's ja auch noch. What? Okay. Aufpolieren, Reha. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, wie viele Sachen wir freischalten können. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber er möchte gerne, dass wir eine Lok freischalten. Da, haben wir sie. Bist du dir sicher, diese Entwicklung für 200 Innovationspunkte freischalten? Jawohl. Okay, jetzt haben wir eine neue Lok. Cool, nice. Schön. Wir sind stehen geblieben. Mir wird von meinen Gegnern unterstellt, ich würde in meine eigene Tasche arbeiten. Nein. Das sind natürlich grässliche Lügen. Und sieh es so, mit dem Profit, den ich mache, kann ich viel mehr investieren. Jobs, Jobs, Jobs. Jobs, Jobs, Jobs. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Gut drauf, der Mann. Versorgungsturm brauchen wir hier noch. Nicht vergessen. Zack. Und dann können wir eine neue Linie basteln. Und zwar von der Kelly Ranch nach Denver. Lokomotive, jetzt nehmen wir mal die neue Lokomotive. 1850 erforscht oder gebaut. Und die ist 5 km/h langsamer. Kostet aber weniger, wesentlich weniger. Wir nehmen sie einfach mal. So. Haben wir. Schließen. Und guck mal hier. Ist schon voll mit den schönen Tieren. Mit dem Vieh. Und los geht's. So muss das sein. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. 16 Stück brauchen wir. Wie viel hat er denn bei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 2 Fahrten dauert das ganze Spiel. Und dann haben wir den nächsten Punkt erreicht, würde ich fast behaupten. Ne? Lokschuppen. Okay. Einmal drehen. Die 3 angetriebenen Achsen und eine große Feuer... Ich muss mich ja mit vielen Konkurrenten rumschlagen. Aber wenn mir eine Person besonders auf die Nerven geht, dann diese Beatrix von Pomp. Was? Du hattest mit ihr noch nichts zu tun? Sei froh, sie haut jeden übers Ohr. Okay. Eine sehr, sehr nette Dame anscheinend. In unserer Nähe. So, das ist unsere Philadelphia. Große Volke verleihen der Philadelphia eine hohe Zugkraft. Jedoch die starre Radanordnung ermöglicht nur geringe Geschwindigkeiten auf kurvigen Strecken.
So, das ist unser andere. Eine besondere Art der flexiblen Achsaufhängung bietet bei dieser Lokomotive den Vorteil, dass auch die Triebräder gelenkt werden können und so hohe Triebkraft mit guter Kurvenführung vereint werden. Okay, also im Gesamtpaket ist die Lok langsamer um 5 km/h, kann aber in kurvenreichen Strecken anscheinend ja, ihr Potenzial ausspielen. Beschleunigung 97, Beschleunigung 130%. Okay, also die ist schon echt vom Gesamtpaket schlechter, aber halt wirklich anscheinend ja, besser in kurvigen Lagen. Strecken, Netzen, Teilen. Gut. Ist unser Tier angekommen? Ja, 8 Tiere sind angekommen. Schön. Das ist schön. Das geht also voran. Ding. Forschung. Ah, wir haben wieder 120 Punkte. So. Aufgaben. Haben wir noch irgendwelche Aufgaben? Oh, was ist da? Für alle Bahnhöfe gilt, je größer der Bahnhof, desto kürzer sind die Belade- und Entladezeiten und desto mehr Gleise stehen zur Verfügung. Ja, macht auch Sinn, ne? Das ist halt die Frage, Bahnhöfe ausbauen in Städten, wo man halt hier mehrere Anbindungen... Was? Nein, eine Panne. Ach nö, warum hast du denn eine Panne? Du hast doch eine Panne mit der Panne. Okay. Funktioniert anscheinend. Das funktioniert anscheinend. Werd mal die Panne wieder los. Ah, sehr gut. Jetzt geht's weiter. Okay. Ja, ja, gut. Euch haben wir ja alle schon gelesen. Eigentlich könnte ich die auch mal löschen, die Information. Aber ist nicht so schlimm. Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Wir sind jetzt schon 2 Jahre... Wo ist das denn? Sorge in KM für 30.000 Einwohner. Okay, wir haben 30.000 schon geknackt. Das ist ja cool. Schließe 120.000 Einwohner an dein Streckennetz an. Oh ja, wir machen nicht viel, aber das scheint auch zu funktionieren. Das bedeutet, wir werden jetzt in Richtung beliefere Karriere mit 16 Ladungen Fleisch. Mit 16 Ladungen Fleisch. Da müssen wir doch mal gucken, wo wir Fleisch haben. Ihr macht Bier, oder was? Nee, falsch. Bier für Export. Hier könnten wir also Bier exportieren, wenn wir denn wollten. Wir brauchen jetzt aber eine Stadt, die Fleisch exportiert. Denver müsste doch eigentlich Fleisch haben, ne? Ja. 14 Fleisch für den Export. Dann würde ich sagen, Denver mit Cayenne verbinden. Oh, jetzt wird es ja aber interessant. Können wir den Bahnhof eigentlich ausbauen? Bahnhof erweitern. Was kostet das denn? Anzahl der Gleise nach Ausbau 2. Kosten des Ausbaus 60.000. Ja, das machen wir. Das ist ja nicht teuer, ne? Ach, cool. Eine Fußgängerbrücke. Ist das cool gemacht. So, und jetzt haben wir hier das nächste Gleis. Und ich würde sagen, das verbinden wir mit Denver. Dieses Gleis. Achso, ja, wir brauchen ja keinen Bahnhof. Ich bin ja auch ein Typ. So. Wir müssen irgendwie hier raus. Ja. So. Und dann irgendwie hier rangehen. So. Oh Gott, so weit? Gucken wir das nicht anders hin? So. Müssen wir doch nicht so heftig raus. Genau so. Gleispunkt entfernen. Shift und das. Ja, das ist besser. Hier haben wir aber eine Brücke, das ist nicht cool. Steigung 3%. Kriegen wir hier noch den Knick raus? Jawohl. So. So. Ja. Wir haben ja jetzt eine Lokomotive, die gut Kurven fahren kann.
Da sollte das ja gar nicht so verkehrt sein. Okay, kaufen wir. Weißt du, dass viele Leute die gewaltige Landstrecke zwischen dem Mississippi und Kalifornien die große amerikanische Wüste nennen? Diese Narren. Wenn meine Eisenbahn alles erschlossen hat, wird sich der Wert dieser Ländereien vervielfachen. Dafür sind wir ja da. Dafür sind wir da. Und daran bauen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Denn wir haben jetzt die 2000 Kilometer Streckenlänge erklommen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir unser Netz weiter ausbauen und das Fleisch zu unserem Kunden in der nächsten Stadt bringen. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.